Auch heute erwacht das Quo Vadis Café im Hamburger Grindelviertel zum Leben. Hier treffen sich die Mitglieder der studentischen Hochschulgruppe Christen an der Uni zum gemütlichen Beisammensein in entspannter Atmosphäre. Geplant und veranstaltet wird dieser erste Connect-Abend von Georg. Also mittlerweile leite ich das irgendwie. Also ich bin dafür verantwortlich, dass es irgendwie läuft und dass sich alle Leute einigermaßen wohlfühlen, dass wir irgendwelche Sachen hier im Campus machen und das ist so das, was ich tue. Also es kommt ganz drauf an, wir haben ganz verschiedene Treffen, sowas wie jetzt hier heute, diese Connect-Abende, wo wir einfach irgendwie zusammen was essen, trinken, ein bisschen Musik hören, schnacken und mal gucken, was der Abend so bringt. Und wie reagiert der Rest des Campus auf die KADU? Eigentlich ganz lustig, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Also wir sagen ja, es gibt einen Gott und der lebt und der will irgendwie Beziehung mit dir haben, was so eine Aussage ist, die jetzt nicht jeder so toll findet. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Reaktionen drauf. Also es gibt alles von extremer Ablehnung bis lustigsten Diskussionen, bis auch wirklich Leute, die sagen, hey, ist nicht meine Meinung, finde ich aber gut. Oder Leute, die eben sagen, cool, erzähl mir mehr darüber und dann kann man mit denen auch ins Gespräch kommen. Und auch beim Hauskreis sprach Gott, es werde Licht. Dieser findet heute bei Georg in der Wohnung statt. Hier wird zusammen gekocht, gegessen. Elisa war derjenige, der sagte, ich will die doppelte... Sowie gelacht, erzählt und aus der Bibel gelesen. Geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Auch Swantje nimmt regelmäßig an den KADU-Treffen teil. Zusätzlich bin ich noch im Social-Team, das heißt, ich organisiere mit zwei anderen zusammen sogenannte Socials. Das sind dann so Unternehmungen. Beispielsweise gehen wir dann alle zusammen tanzen oder jetzt im Dezember wollen wir dann Kekse backen, solche Dinge. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Also so jetzt an die große Glocke hängen tue ich meinen Glauben nicht. Aber wenn es ins Gespräch kommt, dann reagieren die meisten sehr offen, interessiert, teilweise, aber andere auch wiederum eher distanziert oder desinteressiert. Musikalisch neigt sich der Abend dem Ende entgegen.